Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ist da jemand? Levioso. Protego. Wie ich sehe, hast du in Verteidigung gegen diese... Du wirst mich nicht aufhalten. Boah, scheiße, Alter. Sollen, als es noch ging. Ey, das ist so hundsgemein, wenn da so 30.000 Gegner auf dich einstürmen. Echt ungelogen. Das ärgert mich gerade auch ein wenig. Och, Mann, ey. Vor allen Dingen frage ich mich, wie ich meine Sachen gerade ein bisschen verbessern kann. Ich meine, so Angriffs- und... Führer eine Duellkombo aus. Perfekt, Talos. Okay, ich glaube, das ist jedes Mal anders geregelt. Naja, gut, egal, was soll's. Das können wir uns später noch holen. Ich brauche jetzt erstmal. Was sagt die Verteidigung? Ich will jetzt mal wissen, was wir hier an Ausrüstung haben. Gar nichts momentan. Nice, läuft. Offensive 57 ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Dementsprechend würde ich mal sagen, wir machen jetzt einfach mal die Karte auf und holen uns jetzt erstmal unseren wohlverdienten. Genau. Jetzt habe ich es wieder. Verdammt. Gemeinschaftsraum von Slytherin, da will ich aber nicht hin. Unterrichtsverwandlung. Genau, da will ich hin. Zur Professor Hagrid. Ich will nämlich unseren Expelliarmus-Zauber jetzt haben, den wir nehmen können. Weil damit können wir Gegner entwaffnen. Ich denke mal, das ist auch so ein Grund, warum ich diesen Bogen nicht aufsammeln konnte, weil ich ihn nicht entwaffnen konnte, ne? Okay. Schütze dich vor Eintreffen, Blockbahn, halte Q gedrückt, um einen Stupor-Konto folgen zu lassen, der bestimmte Gegner kurzzeitig betäubt, außer auf die Schwierigkeitsstufe Speer. Ja, dann wundert es mich auch nicht, Alter. Geil, wir spielen ja schließlich auf Speer, das vergesse ich ja ab und zu mal. Oh, Mann. Okay. So, Professor Hackett. Wie schön, dass alles hier auf stumm gehalten ist. Auch nicht schlecht. Geil. Da freut sich die Omi. Die wird uns gleich zerfleischen, glaube ich. So. Jetzt aber wirklich. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Ich habe mehr schwarze Magier getötet, als mir lieb war, Alter. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Ja, das kriegen wir schon hin, aber ich war keinen Kopf. Und zack. Jawohl. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Professor, hätten Sie einen Moment? Natürlich. Was gibt es? Haben Sie eigentlich auch Hogwarts besucht? Ja, ich bin stolzes Mitglied des Hauses Ravenclaw. Warum fragen Sie? Ich wüsste gern, wie sich Hogwarts in den Jahren verändert hat. Verstehe. Wie Sie sicher schon vermutet haben, steckt das Schloss voller Überraschungen. Ich wage zu behaupten, dass sich hier mehr bewegt als die Treppen. Was die Schüler angeht, nun, sie scheinen jedes Jahr fähiger zu werden. Obwohl, zu meiner Zeit haben wir genauso viel Unfug gemacht wie Sie jetzt. Als Schulsprecherin habe ich bei allen Arten von Streichen weggesehen. Aber auch ich habe einmal einen gewissen Phineas Nigellus Black ermahnt, weil er in der Vorlesung einen Zuckerfederkiel gegessen hat. Ich wusste nicht, dass Sie und Professor Black hier zur selben Zeit Schüler waren. Der Schein kann nun mal trügen. Wissen Sie, ich wurde einmal von der Zeit selbst verwundet. Von der Zeit? So etwas hätte ich mir nie träumen lassen. Nun ja, das war eben das Risiko meiner vorherigen Stelle. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich jahrelang eine Unsägliche im Ministerium war. Eine Unsägliche? Ja, was hat... Wie Sie sich denken können, kann ich nicht darüber sprechen. Es genügt zu sagen, dass die Aufgabe nicht ungefährlich war.
Nun, ich hoffe, ich konnte Ihre Neugier vorerst befriedigen. Das konnten Sie. Danke für Ihre Zeit. Üben Sie weiter Ihre Handarbeit. Man muss stets auf Unfug gefasst sein. Sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schlosses. Ja, die Handarbeit, die üben ja richtig. Da mach ich mir keinen Kopf. Okay, so, Expelliarmus gelernt. Damit den neuen Zauber schon mal gemacht. Und jetzt testen wir den nochmal aus. Und dann, glaube ich, sollten wir mal weitergehen. So, wo ist er? Lumos? Ah, hier. Expelliarmus. So, jetzt setzen wir auf die 3 und dann setzen wir mal den Desillusionszauber setzen wir mal auf die 1, damit ich auf den 1 setze. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Okay. Aha, Sie üben wohl noch. Nein, ich übe nicht mehr. So, gut, perfekt. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Was können wir denn jetzt machen gleich? Sehr gute Frage. Okay, damit würde ich mal sagen, wir gucken mal, was als nächstes denn so ansteht. Welche Aufträge haben wir denn noch? Jetzt haben wir noch weggekarrt. Aber da wir nicht auf der Stufe sind, der dänische Schlüssel. Tauscher, Taucher auf dem Grund des Sessels findet das Astrolabium. Okay. Das könnten wir jetzt eigentlich mal in Angriff nehmen. Weil ich will jetzt mal wissen, ob das mit dem Tauchen einfach so jetzt funktioniert. Das würde mich nämlich jetzt auch mal interessieren. Das weiß ich nämlich auch nicht so genau. Und ich merke gerade... Ach, bevor ich vergessen habe, da oben ist ja noch so eine Seite, die wir vergessen, die wir noch nicht haben. Rebellion. Die wäre natürlich auch super, wenn wir die jetzt erstmal holen würden. Skelett eines schwarzen Hybriden. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung gegen die dunkle Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hackett an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Villa-Razzia von 1878 im Alleingang einer der größten Wildmagierringe in Ostwales zerschlagen hat. Ja, also die Alte ist nicht ganz ohne, das sieht man ja. Gut, tauche auf den Grund des Sees und finde das Astrolabium. Okay, tut mir leid für die Husterei, aber zu mal geht's mit mir durch. Dreckige Rauchgelunge. Muss nicht unbedingt sein. Sollte auch nicht jeder anfangen mit. So, perfekt. Rebellion. So, das haben wir jetzt alles schon geklärt. Theoretisch könnten wir auch nach zum Zaubertrank gehen. Hm. Okay. Große Halle, was haben wir hier Schönes? Garrett Weasley mit mir sprechen, okay. Da war das schon mal eine gute Idee, dass wir da hinwollen, ne? Perfekt. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich muss alles immer 30 Mal durchmachen, weil vor allen Dingen, weil ich jetzt auch gemerkt habe, ich glaube, das liegt auch daran, die schwarzen Fahnen zeigen an, dass da irgendwo noch ein Auftrag ist anscheinend. Also ich glaube... Bevor ich was verpassen würde, weil ich will ja, wenn dann alles mitmachen. Ich glaube, es ist sehr einfach, manche Dinge zu verpassen, die man nicht verpassen will. Sollte jetzt nicht unbedingt Sinn und Zweck sein. Das wäre schade drum, wenn ich wirklich wichtige Nebenquests nicht machen würde, weil ich es nicht weiß oder keine Ahnung habe. Was aber natürlich jetzt auch kein Garant dafür ist, dass es vergessen geht, ne? Okay. Ich gucke hier gerade rechts auf meine Spieleliste und sehe gerade, dass ich einen Haufen Spiele habe, die ich noch anzocken müsste irgendwann. Vor allem ist da eins dabei, das habe ich schon gar nicht ausgepackt. Sau geil. Interessant. Ja, so viel zum Thema unnützes Wissen. So. Wo ist er? Stimmt, wo ist eigentlich Zaubertrank jetzt genau? Rebellion. Oh, das ist so ein Spiegel nochmal. Unterirdischer Hafen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Da wollte ich zwar nicht hin, aber sieht gut aus.
Vor allem wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Aha. Ah. Nice, interessant. So, was haben wir denn hier? Du sollst keine Steine schmeißen. Du sollst auf den Grund des Sees tauchen. Hm. Schon wieder so eine abgefuckte Truhe. Ey, wie kriege ich diese Drecksdinge eigentlich auf? Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Leute, ich probier's jetzt einfach mal. Ah, so funktioniert das also. Okay, ich musste das jetzt aber für irgendwas Gutes. Das ist aber sehr gut für uns schon mal. Weil dann können wir nämlich so ein, zwei Sachen nämlich herausfinden. Und wie tauche ich jetzt? Alter, schwimmt er extremst langsam. Ja, wie geht das jetzt? Sehr interessant. Ich muss mal in den Anstellungen mal gucken. Sorry, Leute. Ob es den Befehl Tauchen überhaupt gibt. Das finde ich jetzt auch interessant. Wellenschärfe interessiert mich eigentlich nicht. Ich suche eigentlich mehr die Steuerung. Interagieren, Zauberset. So, zu Fuß. Reittiere, Zaubersprüche und Aktionen. Karte, Menü, Werkzeuggrad, Dialog, Vingardio, Accio, Tierwesen, Zaubertränke, Kräuterkunde, Webstuhl. Was der Webstuhl ist, bin ich jetzt auch mal gespannt. Verwandlungen haben wir ja auch, okay. Minispiele, alle Humora. Sag jetzt nicht, alle Humora ist ein Minispiel, Alter. Och nee. Teleskop haben wir noch. Paselsprache haben wir auch. Okay, ist sehr interessant. Also es gibt anscheinend keine Tauchmöglichkeit. Wie soll ich das dann machen? Es geht 100 pro mit Tierwesen. Bin ich fest davon überzeugt. Okay. Damit hätte ich das Thema jetzt erstmal schon mal erledigt. Es sei denn, ihr wisst es besser, Leute. Also wenn ihr wisst, wie man tauchen kann, dann keine Spoiler. Aber wenn ich es schon kann, würde mich das schon interessieren, wie. Es sei denn, es ist später der Fall, dann braucht ihr mir das hinzuschreiben. Könnt ihr auch, aber das lese ich mir dann nicht durch, weil Spoilern ungern. Ich genieße die Spielliebe. Na ja, gut. Damit das jetzt erledigt haben, dann haben wir doch lieber uns auf dem Weg zum Zaubertrankunterricht. Und gucken wir mal, was der gute Garrett Weasley von uns will. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir in Hogsmeade irgendwas treiben können. Da waren wir auch schon lange nicht mehr gewesen. Eigentlich auch wieder war, ne? So. Karte. Da ist auch noch was, sehe ich gerade. Große Halle, Viaduktof. Goldzauberanweisung für Beschwörungen, okay. Ah, stimmt, das können wir auch. So, gut. Ich muss aber zumal mit der Steuerung wieder klarkommen. Also, aber das ist auch viel zu viel Input teilweise, was man hier hat in der kurzen Zeit. Aber ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, eine Bande von Büschewürmen, möchte man meinen. Ja, klar. So. Seit du mir das Venimosa-Tentakula-Blatt gebracht hast, nennt mich niemand mehr Dankov Knuddelmuff.
Ich glaube, ich bin wirklich... Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Ach, die ist es. Fliegenden Schlüssel. Ich hoffe, du folgst ihm. Ja, gut, okay. Und der andere ist der Knuddeluff. Der Knuddeluff. Geil. So. Oh. Okay, da geht anscheinend nichts. Alter, ist der Zaubertrank und der Ding wirklich so weit entfernt? Okay. Der müsste wirklich eine Beine aus Stahl haben, ey, mittlerweile. So. Aber sehr interessant mit dem schwarzen Ding. Mit dem schwarzen, mit der Flagge. Gareth. Hast du kurz Zeit? Natürlich. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Naja, Ärger angebockt hast du mir eigentlich nicht, aber ich habe auch keine Punkte verloren, also daher war es egal. Professor Sharp war verärgert, aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Sharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fupa-Feder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Der kann's einfach nicht lassen, ey. Der und seine Brauerei, unglaublich. Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es ein Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest einen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Klingt irgendwie interessant, aber egal. Ein Geheimgang, das ist genau mein Ding. Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss brauchen könnte. Toll, danke. Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Ah ja. Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Willst du etwa, dass ich sie stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Außer die, wo Süßigkeiten machen wollen, ne? Mal sehen, was ich tun kann. Das ist gerade geil. Na okay. Gut, du darfst als erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amit mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Züge lockert. Okay, Descendium für Süßes. Also im Endeffekt, geil. Klasse. Schöne Sache. Gut, aber bevor wir das jetzt machen, haben wir noch hier eine Sache, die wir angehen können. Und zwar im Flügel des Glockenturms. Geheimnislage im Schloss. Das müssten wir auch noch fertig machen, soweit ich weiß. Akio-Duell, erstes Spiel. Okay, die haben wir auch noch zu Agio-Duell. Okay. Dann fliegen wir auch klar mit Flohpulver mal dahin. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir das Agio-Duell diesmal besser gestaltet kriegen als davor, weil davor war das ja einfach nur ekelhaft. Also es war ein Unentschieden auf Basis von ja, Clash-Berechtigung, weil die gute Natti hat gewonnen, obwohl wir Clash statt hatten. Also von daher werde ich meine Schandtat vom letzten Mal wieder gut machen. Ich hoffe, dass es funktioniert. So, was steht denn noch alles? Der neue Zaubertränke und Pflanzen könnte durch den Kauf von Rezepten bei J-Pibbles Zaubertränke. Sorry. Und Samen bei Wasserwegrisch und Knollenblätterpilze für den Werkzeug gerade freigeschaltet werden. Samen für Zutaten sind die magische Rübe erhältlich. Okay. Für dein Werkzeuggrad. Haben wir noch ein Werkzeuggrad?
Ey, ich blick ja gar nicht mehr durch bei der ganzen Menge, wo der mittlerweile hier rumfliegt. So. Okay, Duellbrett. Da, 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 da. So, wo ist es? Ah, da vorne. Und da wartet sie schon darauf, geschlagen zu werden. Was machst du hier draußen? Dich zu einem Akio-Duell herausfordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Natürlich, mein Freund. Das gibt jetzt Rache. Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das im Akio-Duell hier funktioniert. Nice. Mein Stab ist ausgerutscht. Das macht nichts. Akio. Solange ich Schwerpunkte habe als der, ist es scheißegal. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ein Kinderspiel. Okay. Na? Ja, läuft doch besser als erwartet gerade. Ja, klar. Ja, stummt nur meine Bälle an. Das wirkt Wunder. Aus dem Handgelenk. So, und jetzt haben wir es geschafft. Akio. Gewonnen. Glückstreffer. Gut. Nee, das war pure Skill, Bruder. Hammerhart. Du hattest nur Glück. Das war kein Glück. Das war kein Glück. Ich bin einfach besser. Also schön, du hast recht. Du bist besser. Jawohl. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7-mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Leander, wie formuliere ich es am besten? Ich sag's einfach. Du bist nicht dafür geschaffen. Das hättest du auch nicht sagen können. Aber vielleicht hast du recht. Ich sage dir, du bist gut genug für sie. Geil, dissen wir jetzt alle hier. Geil, jetzt werden wir zum Geschenk Dismaster, Freunde. Wie geil ist das denn? Ja, du bist einfach nicht dafür geschaffen. Wie sage ich es am besten? Du bist eine Lusche. Geil. Okay, nee, das passt. Das ist schön. Hat was. Geil, ey. Einfach nur geil. Ach, wie ist das schön. Ah, klasse. So, geil, einfach nur geil, ey. Okay. Gut. Alles gut. So, ich muss mal mit dem Beruhigen. Sammlung Truhen, Handbuchseiten und die Miguis-Statuen. Einzige Dorf in Großbritannien. Okay. Was haben wir hier? Aber Hogsfield. Dorf lange entstand sich obwohl für den Namen Hogsfield. Da fügt sein Namen den Zusatz dazu. Stimmt, die heulende Hütte gibt es ja hier noch nicht. So, was ist hier? Prüfung Merlin. Okay, das gibt hier einiges noch. Brockboro. Arachene. Okay, wir haben noch einiges zu erkunden hier auf jeden Fall. Aber das macht nichts. Jetzt gehen wir erstmal wieder nach Hogwarts. Wir werden jetzt die anderen Aufgaben jetzt erst noch bewältigen. So, weggekartet. Geheimnislage im Schloss. Die sind ihm für Süßes. Was haben wir jetzt als nächstes? So, und gucken mal.
wo wir am nächsten hin müssen. Große Treppe, okay. Untere große Treppe, Turm der großen Treppe. Dann gehen wir mal erstmal dahin, damit wir dieses Descendium für Süßes abschließen können. Dann hätten wir schon mal noch einen Nebenquest erfolgreich abgewickelt. So. Und dann gucken wir mal, was unser... Stimmt, wir wollten ja noch einen Zaubertränke, gell? Na egal. Scheiß drauf. So. X war das. War das X mit den Tränken? Gute Frage. Ich habe total vergessen, wie man diese blöden Powertränke säuft. Naja, egal. Beim Teil werden sie nicht gebraucht. Glücklicherweise. So. Finde die Statue der einäugigen Hexe. Was ist das hier noch? Was haben wir hier noch alles Schönes? Statue der einäugigen Hexe. Ich würde zu gerne wissen, was es mit diesen verdammten Türen hier auf sich hat. Echt. Oh, ich hab Schlüssel gehört. Wo ist er? Da ist er. Jawoll! Egal, was soll's, dann machen wir das zuerst. Da hätten wir schon mal wieder eine unserer Truhen wieder mal geöffnet. Also ein Symbol für unsere Truhen. Revelio. Irgendwas war da eben gewesen. Ich weiß nur nicht was, aber ich hab's gesehen. Schlimm ist, ich habe den Schlüssel gerade eben verloren, aber ich glaube, der ist unten. Ganz unten. Irgendwie. Ja, perfekt. Genial. Na? Oh, langsam habe ich aber richtig. Langsam werde ich aber richtig gut darin, ey. Nicht schlecht. So. Die Statue der einäugigen Hexe, wo könnte sie denn sein? Das scheint die richtige Statue zu sein. Was war das Passwort? Die ist dumm. Der hat das Passwort schon vergessen, Alter. Hat Alzheimer oder was? Okay, dann holen wir uns jetzt mal diese Dinger. Wow. Wer hätte all das hier unten erwartet? Okay, ich sehe schon, das könnte richtig interessant werden. Na, da bin ich mal gespannt, was uns hier gleich erwarten wird. Leute, in diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder. Ich mache kurz einen Break, ich will noch was zu trinken machen. Und falls ihr noch mehr sehen wollt, beziehungsweise ich weiß, ich bin gerade ziemlich wortkarg. Liegt aber daran, dass es bei so Spielen eigentlich wirklich ums Feeling geht, finde ich jetzt. Also ich genieße es auch, falls es noch nicht einer gemerkt hat. Ich versuche es, also ich genieße es zumindest, die Atmosphäre und das Open-World-Feeling hier. Deswegen ist jetzt auch nichts Schlimmes von meiner Seite aus. Ich hoffe, es nervt euch, es fuckt euch nicht extrem ab. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd. Da müsste ich ein bisschen was ändern dran. Jedenfalls, wir sehen uns gleich wieder. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr noch mehr sehen wollt oder so, würde ich mich gerne über ein Abo freuen, beziehungsweise einen Daumen nach oben und den Kommentaren. In diesem Sinne, euer Kedia Supreme verabschiedet sich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.